Sie sehen rustikal aus, aber wunderschön verziert. Und zwar gibt es die in so Edelschokoläden. Die sehen sehr selbstgemacht aus und dann sind da Nüsse drin oder manchmal sogar bunte Bonbons oder Rosenblätter. Wir wollen heute selber Schokolade machen, aber nicht die Masse an sich, sondern wir wollen eine Schokolade machen, die wir toll verzieren können. Das ist super als Geschenk, egal ob zu Weihnachten oder zum Geburtstag. Dafür brauchen wir 300 Gramm helle Kuvertüre, 50 Gramm braune Schokolade, egal ob Vollmilch oder Zartbitter, so wie ihr es lieber mögt. Wer es süß mag, nimmt Vollmilch, wer es herb mag, nimmt Zartbitter. Dann habe ich hier ein paar Deko-Schokoperlen. Das sind Schoko-Knusperperlen, aber ihr könnt auch Schokoraspel oder was anderes nehmen. Hauptsache es ist dunkel und setzt sich nachher von der weißen Schokolade, die wir hier schon im Wasserbad haben, schön farblich ab. Und dann habe ich noch ein paar Kerne genommen, Haselnusskerne, gehackt. Und die werde ich nachher auch drüber streuen. Aber ihr müsst keine Haselnüsse nehmen. Ihr könnt Mandeln nehmen, Macadamia-Nüsse, Pekannüsse, Walnüsse. Das, was ihr gerade am liebsten mögt, das nehmt ihr für eure Schokolade. Es ist eure Schokolade und die soll nach euren Vorstellungen fallen. Mich würde mal interessieren, welches ist eure Lieblingsschokolade? Was esst ihr am liebsten? Mögt ihr am liebsten Alpenvollmilchtafeln oder seid ihr eher so der Amicelli-Typ? Schreibt es mal in die Kommentare. Unsere Kuvertüre ist mittlerweile geschmolzen und ich habe hier ein Förmchen vorbereitet. Das habe ich mir selbst gebastelt aus Alufolie. Das wird die Form für unsere Riesenschokotafel. Es gibt sicherlich auch fertige Förmchen, aber ich habe schon so viel in der Küche rumstehen, da brauche ich nicht noch eine Schokoladenform. Also nehme ich meine selbstgebastelte. Was ihr auch gut nehmen könnt, ist eine Kastenform. Und die kleidet ihr dann mit Frischhaltefolie aus und fertig ist die Sache. Jetzt geht's los. Wir füllen unsere Masse. In unsere vorgefertigte Sache. Das wird eine dünne Tafel. Wenn ihr es dicker mögt, nehmt ihr mehr. So 15 x 20 cm ist eine gute Größe. Und wir wollen ja eine Swirl-Schokolade machen, also eine mit Muster. Dafür habe ich hier etwas Milchschokolade schon vorbereitet, die wir jetzt auch schmilzen werden. Die wird dann für unseren Swirl verantwortlich sein. Das dauert jetzt immer noch. Das duftet. Die Schokolade ist fertig. Und jetzt machen wir unseren Swirl. Und zwar setzen wir dafür einfach ein bisschen Schokolade rein und machen Muster. So wie ihr es mögt. Immer einen Tupfen rein und ein Muster ziehen. Kreise machen. Hauptsache, das Weiß bleibt nachher noch im Vordergrund. Von daher sollte man nicht zu sehr mischen. Meine Wellenbewegung. Übe noch, das seht ihr auch. Das ist ja auch mein erster Versuch. Habt ihr Tipps, wie man gute Swirls hinbekommt? Ihr könnt auch was reinschreiben. So. Muster haben wir. Jetzt kommt unsere Deko. Und zwar ein paar Nüsse. Und das Ganze schön zu verzieren. Und unsere Schokoperlen. Die sind sogar schön knusprig, wenn man drauf beißt. Und fertig
ist unsere Schokolade. Wenn wir sie jetzt abkühlen lassen, ein, zwei Stündchen im Kühlschrank, natürlich nachdem sie erst so ein bisschen ausgekühlt ist, könnt ihr sie lösen, schön einpacken in ein Tütchen, vielleicht mit einer Schleife drum und an eure Lieben verschenken. Wenn ihr so eine Schokolade macht, an wen würdet ihr die weitergeben? Euren Freund, Mama, Papa oder an euren Mann oder an eure Frau, Männer, ich will euch nicht vernachlässigen. Schreibt mal in die Kommentare, wem ihr eure Schokolade schenken würdet. Und wenn ihr Schokolade genauso liebt wie ich, schaut euch unser Chocolate Cheesecake Rezept an. Das ist die absolute Schokoverführung. Die Schokolade war jetzt 2 Stunden im Kühlschrank und sie sieht super aus, schaut selbst. Ich nehme jetzt die Alufolie ab. Frischhaltefolie ist genug. Ich lege sie mal raus und das lässt sich total easy abtrennen. Gar kein Problem, wenn sie noch schön kalt ist. Tada! Fertig ist unsere selbstgemachte Chocolate Swirl White Chocolate. Und als Geschenkidee würde ich sagen, nimmt man etwas Frischhaltefolie oder ein schönes Klarsichttütchen. Hui, 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 dauert noch ein bisschen. Und packt sie ein, entweder das große Stückchen oder wie ich. Ich teile sie in 3 Stücke. Weil nicht jeder mag so eine große Schokolade. Ich werde aus der einen Tafel jetzt also 3 machen, 3 kleine. Die jetzt verpacken in Frischhaltefolie. Sieht jetzt nicht so geil aus. Es gibt natürlich noch Tüten, die richtig schön sind. Die habe ich jetzt nicht zur Hand. So. So. Man drehe es nach hinten, Und oben machen wir uns ein kleines Schleifchen drum. Dann sieht es gar nicht mehr ganz so schlecht nach Frischhaltefolie aus, sondern nach dem, was es ist, und zwar leckerer, hochqualitativer Schokolade. Vor allem mit viel Liebe gemacht wurde. Das ist doch ein ganz cooles, selbstgemachtes Geschenk. Was so sonst niemand hat. Wollt ihr da jetzt auch absolut reinbeißen in die Schokolade? Thumbs up!